Ja, hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Jugendküche. Kaum bin ich mal im Urlaub, habe ich schon wieder 40 Abonnenten mehr, also an alle neuen Abonnenten, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr leckere Burritos mit einer Hackfleischfüllung zubereitet. Ja, viele von euch wissen jetzt bestimmt nicht, was Burritos sind. Das sind diese Weizentortillas, die könnt ihr in jedem Supermarkt kaufen. Und ja, da wird dann die Füllung hineingelegt und dann rollt man diese Tortilla so. Dann backt man die nochmal kurz und dann ist das schon fertig. Ich habe jetzt hier eine ganze Zwiebel klein geschnitten und die kommt jetzt in die Pfanne. Dort lassen wir sie jetzt erstmal glasig werden, bevor das Hackfleisch dann dazu kommt. Zu den Zwiebeln kommt jetzt 500 Gramm Hackfleisch. Das Hackfleisch schön zerkleinern, weil das soll ja keine Frikadellen werden, sondern das brauchen wir dann hinterher für die Füllung und deshalb ruhig schön verkleinern hier. Ihr seht, wie schnell das braun wird. Aber ein bisschen muss es noch. Das Hackfleisch ist jetzt schon ganz gut durchgebraten. Und als nächstes kommen 2 Esslöffel Tomatenmark hinein. Auch wieder ein bisschen da vermischen. Wir machen das erstmal. Kann ich? So. Alles wieder hier gut vermengen. Gewürzt wird nur mit Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Nochmal gut durchrühren und dann muss die Flüssigkeit komplett verdunsten. Während die Flüssigkeit gerade verdampft, können wir schon mal unsere Wraps für die Füllung vorbereiten. Dazu habe ich hier eine ganze Packung Creme Fraiche und einen Wrap hier schon mal so hingelegt. Und jetzt nehmt ihr so ein bisschen Creme Fraiche. Und das wird dann auf der Tortilla, wird das so verstrichen, sodass die ganze Tortilla möglichst gut bedeckt ist. Als letztes kommt da jetzt noch eine Dose Kidneybohnen rein. Ich schmeck gerade mal ab. Ja, ich denke, das passt. So, die Flüssigkeit ist jetzt verdampft und jetzt kommt die Füllung hier schön in die Mitte. Man muss erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Füllung da jetzt rein muss. So, einfach jetzt mal durchprobieren. So, ein bisschen. So, jetzt kommt darüber noch so ein bisschen geriebener Käse und dann nehmt ihr einmal die eine Hälfte, kippt die Füllung ein bisschen, macht einmal so und dann kommt er jetzt so hinten auf das Blech.
Und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Die Burritos kommen jetzt für 5 Minuten in den 200 Grad heißen Ofen. Machen wir mittlere Schiene. So. So, die 5 Minuten sind jetzt um. Und ja, jetzt müssen wir die Burritos aus dem Ofen holen. Und jetzt werden sie auf einen Teller gelegt. So. Ich habe es im Urlaub ausprobiert, dachte ich zeige es euch mal. Und guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Yeah!